So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Football Manager 2022. Ja, in der letzten Folge waren wir ja trotzdem immer noch ratlos und ich bin jetzt noch mehr ratlos als vorher. Ich habe gerade gesehen, hier sind verletzte Spieler. Was haben wir denn hier? Heimtrikot, Auswärtstrikot, Ausweichtrikot. Ja gut, dass das Heimtrikot ist, klar. Dritte Liga. Wir haben auf jeden Fall einen Posteingang. Spieler im letzten Vertragsjahr. Haben wir hier. Ja, gut, das kennen wir. Taktik haben wir schon. Oder müssten wir ja eigentlich haben. Ja. Ist verletzt. Sehnenreizung im Knie. Au! 2 bis 3 Monate. Oh nein! So, der wird momentan wegen einem Muskelbündelriss in einem Oberschenkelrückseite von Spezialisten behandelt. Fällt voraussichtlich 2, 4 Wochen bis 2 Monate. Ach du Scheiße! So, der wird wegen einer Knöchelbänderdrehung. Ah! 8. Wie lange? 8 Tage bis 2 Wochen. Na gut, das geht ja noch. Wegen einer Schnittwunde am Oberschenkel aus. Vom Achsbein fällt voraussichtlich 4 bis 6 Wochen. Aua. Okay. Haben wir sonst noch Datencenter? Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Wegen zur Kaderauswahl. Ja, Einführung. Training, das brauchen wir. Haben wir, ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Ihre peripherere Taktik bestimmt die taktische Identität des Vereins und wird mir dabei helfen, die Art des Trainingsplans zu bestimmen. Okay? Sie können 2 weitere Taktiken wählen, die ebenfalls trainiert werden, um die Vertrautheit damit zu verbessern. Ah, guck mal, wir brauchen natürlich einen Trainingsplan. Ich plane das Training automatisch auf der Grundlage der Anforderungen der Premierentaktik, des Zeitpunkts in der Saison und meiner persönlichen Präferenzen, meiner persönlichen Präferenzen. Sie können die Einheiten aber natürlich jederzeit ändern. Ein Trainingstakt besteht aus 3 Einheiten, 2 Haupteinheiten und einer Extraeinheit. Ah, okay. Verschiedene Einheiten haben unterschiedliche Auswirkungen auf Aspekte wie Attribute, taktische Vertrautheit und Verletzungsrisiko. Die Auswirkungen variieren je nachdem, in welcher Trainingsgruppe sich ein Spieler befindet. Auf der der Hauptfokus einer Einheit liegt, wird das Training die größten Auswirkungen haben. Gut, für das Verletzungsrisiko haben wir ja gerade schon gesehen, das scheint sehr hoch zu sein. Sie können Ihren eigenen maßgeschneiderten Trainingsplan von Grund auf aufwerten oder aus einer von Trainerstab erstellten Liste auswählen. Wenn Sie wollen, können Sie Ihre eigenen Trainingspläne ausarbeiten. Auf diese Weise können Sie vor jedem Spiel richtig ins Detail gehen. Damit die Spieler für die anstehende Aufgabe vorbereitet sind und sich auch individuell weiterentwickeln. Das sollten wir auch, weil sonst kommen wir nie aus der dritten Liga raus. So, er ist ja verletzt. Ach so. Standardmäßig trainieren die Spieler in der Gruppe, die ihrer Position am ehesten entspricht. Aber sie können dann die Spieler frei zwischen den Gruppen verschieben. Dies kann nützlich sein, wenn ein Spieler eine neue Position erlernen soll. Also eine neue Position erlernen soll. Hierfür stehen die Trainingsgruppen Torhüter, TG-Torhüter, also in Klammern TG-Torhüter, Defensivspieler in Klammern TG-Defensiv und Offensivspieler in Klammern TG-Offensiv zur Verfügung. Spieler, die in
Mentoring-Gruppen zusammenarbeiten können, sowohl Charaktereigenschaften als auch Spielweisen voneinander übernehmen. Okay. Dies kann besonders für jüngere Spieler nützlich sein, die das ein oder andere lernen könnten, das ein oder andere lernen können, könnten, wenn sie von einem erfahrenen Spieler betreut werden. Ist auch gut, weil Shape Hollow tust da so einen unerfahrenen Spieler hin, der einfach genauso wenig weiß wie ich. Oh Gott. Oder vor allem nur solche unerfahrenen Spieler. Dann würde das, glaube ich, nichts werden. So. Um die Leistung der Spieler beim Training überwachen zu können, erhält jeder Spieler eine Trainingsbewertung zwischen 1 und 10. Diese Bewertung berücksichtigt die Leistung der letzten 7 Trainingstage. So, welcher müsste denn... Oh, 6, 6, 6, gar nichts? Achso, der ist ja verletzt, stimmt ja. 7 ist grün, grün, grün. Um sicherzustellen, dass die Spieler in einer guten Verfassung bleiben, können Sie mir mitteilen, welcher Identität in der Intensität die Spieler abhängig von ihrem Fitnesszustand trainieren sollen. Ich werde dafür sorgen, dass das Training entsprechend gesteuert wird. Okay. So, der Trainingsstab wird dabei helfen, die Einheiten auf dem Trainingsplatz zu leiten. Bessere Assistenztrainer führen zu besseren Trainingsergebnissen. Es ist auch wichtig, ihre Auslastung im Auge zu behalten, damit sie das Optimum aus deren Fachwissen herausholen können. Ja, es ist auch. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Nachdem Sie nun mit dem Training vertraut sind, wählen Sie bitte, welche Bereiche Sie selbst übernehmen und welche Sie an Ihren Trainingsstab übergeben, delegieren möchten. Oh, was? Plant Mannschaftstraining der ersten Mannschaft. So, das können die machen, das möchte ich beides machen. So, das ist gut. Was steht da? Vertrauen, Grundausrichtung. Ja, mangelhaft. Training haben wir, Mitarbeiter haben wir. Interviews, Mitarbeiter einstellen. Einführung medizinische Abteilung. Oh ja. Das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Ach genau, die sind ja verletzt. Das ist unsere medizinische Abteilung. Hier können Sie die Fitness und Kondition Ihrer Spieler analysieren und herausfinden, wie lange ein verletzter Spieler ausfällt, bevor er ins Training zurückkehrt. Und das haben wir eben schon gesehen. Das sehen wir jetzt auch da unten, wie lange der ausfällt. Bin ich gerade gegen das Lenkrad gekommen. Es ist wichtig, sich des Verletzungsrisiko ihrer Spieler bewusst zu sein, ja? Wäre auch schlimm, wenn die. Ach komm, nee. Spieler und Verletzungsrisiko, sowas gibt's doch gar nicht. Die verletzen sich nie. Wir können die potenzielle Verletzungswahrscheinlichkeit anhand der Kondition eines Spielers, des Trainingsniveaus, der Verletzungsfähigkeit und der jüngsten Verletzungsgeschichte analysieren. Analysieren, um sie auf dem Laufenden zu halten, bevor sie die Mannschaftsaufstellung festlegen. Ja. Die Informationen der Sportwissenschaftler
Informationen der Sportwissenschaftler über das Verletzungsrisiko sollten verwendet werden, um darauf basierend die Trainingsbelastung und die Mannschaftsaufstellung festzulegen, damit Verletzungen möglichst verhindert werden können. Ja. Erschöpfung spiegelt den langfristigen Fitnesszustand eines Spielers wider. Ah, Schreibfehler, wider. Wieder natürlich. Je länger der Spieler keine Pause im Training und dem Spielen bekommt, desto müder wird er. Das ist irgendwie realistisch. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Sie können auch eine Liste der aktuellen Verletzungen des Vereins einsehen, zusammen mit den Daten über die früheren Verletzungen, die im Laufe ihrer Zeit beim Verein aufgetreten sind. Am Ende jeder Saison werden die Daten zusammengefasst und ihnen präsentiert. Das ist schon mal gut. Also medizinische Abteilung. Gut. Risikobewertung. Verletzungsauffälligkeit unterdurchschnittlich. Hoch. Oh. Okay, aktuelle Verletzung. Au. Gibt es noch was, was wir machen müssen? Das ist die Aufstellung. Saisonvorbereitung. Haben wir jetzt alles? Die Taktik haben wir doch schon. Das Spiel kann nicht fortgesetzt werden, solange nicht alles, was eine Antwort benötigt, abgearbeitet wird. Ah. Ah, hier. Was? Wie eben besprochen, möchte der Forscher über eine langfristige Zielsetzung des Vereins sprechen und unsere anfänglichen Erwartungen für diese Saison und die kommenden Jahre lang. Okay. Was möchte der? In Arbeit. Bundesliga, warte mal, was? Gehaltsbudget einhalten, ja, das ist Pflicht, ja. Dritte Liga, Aufstieg, ja. Pokal, ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, bin ich, akzeptiere ich. Und jetzt? Oh, Änderung des Trainingsplans. Aufgrund von Änderungen im Spielplan habe ich das für die Woche ab geplante Training angepasst, okay? Bitte überprüfen Sie alle Änderungen und nehmen Sie Anpassungen vor, wo Sie diese für notwendig erachten. Ursprünglichen Plan. Pause. Spielvorbereitung, Pause. Ich finde, das ist auch nicht alles in Ordnung. Wöchentliches Mitarbeitertreffen. Okay. So, in Vorbereitung auf unsere wöchentliche Sitzung habe ich habe ich die verschiedenen Themen zusammengestellt, die von den teilnehmenden Mitarbeitern abgesprochen werden sollen. Wenn Sie an dieser Sitzung teilnehmen, was? Ja, gut, das brauche ich jetzt nicht. So, was? Tagesordnung, Taktik und Training. Geringer. Vizekapitän, ach, geringer vor allem, geeigneter Vizekapitän, individuelles Training beginnt, Anpassung, Spielereigenschaften, schwachen Fuß trainieren. Trainingsweise und Verträge,
Treibsfahrpolitik auf Treibsfahrliste setzen. Spielentwicklung, Spieler mit viel Potenzial. Anwesend. Ich würde sagen, wir nehmen an der Besprechung teil. Okay, was haben wir denn hier? Bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn wir unser erstes Spiel haben. Ob man da irgendwie auch was sehen kann, weil ich glaube, im Moment sehe ich hier noch rein überhaupt nichts, was irgendwie 5 GB groß ist. Sterne, Sterne, Sterne. Training ist gut. Gut, Verletzungsrisiko gering. Ein Negativpunkt, was haben wir denn da? Ich glaube, die fehlende Unterstützung. Ja, komm. Ziemlich gut. Na komm. Empfehlen, da, denn wenn man sein Polizei berücksichtigt, diese Situation zu meistern, ist bei ihm die in diesem Bereich eine Verbesserung nötig. Ernsthaft? Steht das hier irgendwo? Freistöße, da. Ja, 14. Warum? Sieht doch gut aus. Boah, auf jeden Fall Abschuss. Aber wo steht denn der überhaupt? Der steht hier. Mittelfeldspieler, ja dann Freistöße. Weil Einwürfe, nein, brauchen wir nicht. Elfmeter, ja, könnte man auch flanken. Gibt die Fähigkeit des Spielers an, sich als Anspiel anzubieten. Anspielen, ja. Das könnten wir mal üben. Also Freistöße. Ey, wo ist denn das hier ohne Ball? Attribute. Gibt's hier gar nicht. Ne, dann müssen wir noch mal ganz kurz gucken, das auch so passt. So, was haben wir denn? Also das hatten wir. Elfmeter. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal Elfmeter, damit er darin auch gut ist. Ich mache aber das Elfmeter. So. Was? Meiner Meinung nach ist darf Barmok zum Kader von uns profitieren, wenn er Gregschen bei Zweikämpfen vermeidet und dann seinen fehlenden Mut kaschiert, ja? Einverstanden mit dem Training. Dann würde ich sagen, Training beginnen. Training beginnen. Training beginnen. So.
Profitieren, was? Der schwachen Fuß. Ja. Schwach, 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 Alter. Ja, jeden schwach, jeder Fuß muss trainiert werden. Ups. Ja, dann weiter. Was haben wir denn hier? Wir sollten Lukas auf die Tragfahrliste setzen, da er wahrscheinlich keinen neuen Vertrag unterschreiben wird. Ein Verkauf würde eine Abs. Okay. Ein Stammspieler. Er will keinen neuen Vertrag unterschreiben, ja komm dann. Ich glaube immer mehr, dass das Zeug dazu hat, ein Schlüsselspieler für diesen Verein zu werden. Er könnte möglicherweise besser werden als unser bester rechter Verteidiger, okay? Man wird mich vielleicht belächeln, wenn ich sage, dass. Aber Florian Klein irgendwie scheint das Potenzial zu haben, noch besser zu werden. Ja. Okay. Weiter. So. Ich bin der Meinung, dass der Vierklärer aus Deutschland eine gute Wahl ist, als Jugendabteilungsleiter wäre, da diese Rolle derzeit keiner im Trainingsstab ausfüllt. Der Vorstand genehmigt für diese Rolle nur einen Mitarbeiter. Er ist 40 Jahre. Okay, ja gut. Der ist deutsch, Bess. Was hat er denn hier? Ach, das war die beste Qualifikation. Na gut, von mir aus. Gut. Wenn es sein muss. So, ich bin der Meinung, dass der 36-jährige Dr. Stefan Osen, was aus Österreich, eine gute Wahl als Chefgegneranalyst wäre. Da diese Rolle derzeit keiner. Ja. Okay. Ja. Gut. Denke, wäre oder als Gegenanalyst. Dann gucken wir doch mal. Ob ich damit einverstanden. Gegenanalyst. Ach, der ist Co-Trainer. Taktische Kenntnisse. 12. Bin ich mir nicht so sicher, ob ich das will. Na komm. Können wir hier nichts machen. So, ist eine gute Wahl. Als Chef-Scout für unsere Transferabteilung. Dort mal aufgestellt. Okay, Transfer. Scout. Für was? Oh, Ding, ey. Wir sind nur empfohlen, achso. Ach, also. Gute Frage. Der ist ein Scout. Und was möchte ich jetzt machen? Warte mal. Werde sie als Chef-Scout.
Okay. Ja. Sieht gut aus, bin ich mit einverstanden. So, möchte Deutschland eine gute Wahl für Spielanalyst für unsere Trainer ist, okay. Was ist der im Moment? Der ist doch schon Spielanalyst. 11? Naja. Okay, ich sag mal ja. Sehr, sehr unterscheidet irgendwer eine gute Wahl für unsere Treibfarbe für ein Scout. Ein Chef-Scout. Der ist jetzt Trainer. Oh, ja. Bin ich sofort mit einverstanden. Gute Idee. Denke, wäre eine gute Wahl für einen Chefsportwissenschaftler. Er hat den Vorteil, hier bereits zu arbeiten und sofort jede Rolle angefangen zu sein. Oh, okay. Er ist Sportwissenschaftler, er will Chefsportwissenschaftler werden. Er hat nur eine 10? Was? So wenig? Und ich auch kein großes Ansehen hier, ne? Meine erste war die Angestellung als Schaffner beim VfL Osnabrück. Achso, das war sogar seine erste. Das war das Einzige, was er kann. Gut. Was meinte der? Wäre eine der 29-jährige Günther Scholl. Gut, er war ein Chef. Ach, hätte ich hier jetzt auswählen müssen? Der hat eine 11. Was hat der? Der hat eine 13. Nehme ich den. Ach, medizinische. Ja, perfekt. Weiter. Stefan hat aus Deutschland wäre ein als Sportdirektor eine gute Ergänzung. Ach, guck mal, muss ich hier schon wieder auswählen. Okay, was hat der? 11, 11, 11. 11, 11, 11, 11. Okay, also der hier unten schon mal nicht. Unbekannt. War der hier oben irgendwo stehen? Unbekannt. Ach ja, je. Geboren. Hildenbrand ist nach seiner ohne Einstellung seine erste Befall war 2002 bis 2008. Sieht schon mal gut aus. Ist lange noch keine Biografie. Ich nehme mal den hier oben, der gefällt mir von seiner Sache ja gut. So. Björn Erks wäre als Chef. Physiotherapeut. Gänzung. Na, guck mal, da ist schon den Vereinsjob. Okay. Hat denn der eine 9? Ja. Er hat eine 9. Was hat der? Der hat eine 17. Der ist sogar eine 18. Ja, hallo? Also ich würde sagen. Ja, der kriegt das. Meeting beenden. Ja, Meeting beenden.
Was? Im Anschluss an unsere möchten wir mit Folgemaßnahmen. Ah. Freie Stelle. Ach, warte mal. Halt. Okay, Vertragsverhandlungen mit Mitarbeitern sind den Verhandlungen mit Spielern ziemlich ähnlich. Es gibt allerdings einige wichtige Unterschiede, die wir kurz besprechen sollten. Okay, jetzt müssen wir es mal machen. Dann geht die Folge ist ein bisschen überlänger, das macht aber nichts. Wenn Sie bei Vertragsverhandlungen eine Einigung erzielen wollen, müssen Sie hier und da auf Bedingungen der Gegenseite eingehen. Solange diese mit den Bedingungen nicht zufrieden ist, wird es keinen Abschluss geben. Ja, ist klar. Im Normalfall zeigt die Gegenseite zu Beginn der Verhandlungen erstmal die eigenen Vorstellungen auf. Ja. Hallo. Wichtig ist, ob Sie einen Vollzeit- oder Teilzeitvertrag anbieten wollen. Das hängt meistens vom Vereinsstatus ab, sollte aber trotzdem generell im Hinterkopf behalten werden. Ich weiß gar nicht, wie der Vereinsstatus ist. Stopp. Ach ja, je. Dies ist die Hauptaufgabe des Mitarbeiters. Haben Sie ein Auge auf die aktuelle Anzahl an Mitarbeitern mit dieser Aufgabe? Der Vorstand beschränkt möglicherweise die maximale Anzahl pro Job. Sollten alle genehmigten Stellen bereits besetzt sein, können Sie eine entsprechende Anfrage den Vorstand stellen und hoffen, dass weitere Stellen genehmigt werden. In manchen Vereinen ist es gewollt oder notwendig, dass Mitarbeiter gleichzeitig mehrere Aufgaben übernehmen. Sollte das Budget nicht ausreichen, um jede Stelle mit einem Mitarbeiter zu besetzen, können Sie sich damit behelfen, einem Mitarbeiter einen zweiten Job zu geben. Die Arbeitsauslastung wird dann entsprechend angepasst. Denken Sie daran, dass wir bei jedem Mitarbeiter wissen, wie gut er für verschiedene Aufgaben geeignet ist. Und so können wir leicht herausfinden, welche Mitarbeiter in verschiedenen Jobs eingesetzt werden. Verträge müssen ein Start- und ein Enddatum haben. Wobei das Startdatum normalerweise sofort ist. Sie können es aber auch auf das Ende der Saison legen. Längere Vertragslaufzeiten bieten den Mitarbeitern mehr Planungssicherheit, sind aber für den Verein auch die größere Verpflichtung. Wie bei den Spielern ist auch bei den Mitarbeitern das Gehaltspotenzial zur Wichtigkeit im Verein und ihrer Erfahrung. Okay. Ein höheres Gehaltsangebot zeigt die Wertschätzung ihrer Qualität und Integrität. Bei Mitarbeitern hängen die Bonuszahlungen meistens mit den Erreichen gewisser Erfolge und in verschiedenen Wettbewerben zusammen. Bei den Klauseln handelt es sich um eine Gehaltsanpassung nach oben und unten oder darum, ob bei einem externen Vertragsangebot eine Kompensationszahlung verlangt wird. Gott, oh Gott. Jeder einzelne Vertragsbestandteil kann als unverhandelbar gesperrt oder sogar ausgeschlossen werden. Wenn Sie die Bedeutung eines Punkts be betonen, aber dennoch Verhandlungsbereitschaft zeigen möchten, können Sie ihn auch als bedingt verhandelbar markieren. Auch der gesamte Vertrag kann als unverhandelbar vorgelegt werden, wenn Sie mit dem harten Bandagen kämpfen wollen. Allerdings re reagiert nicht jeder Verhandlungspartner positiv darauf, wenn man ihm die P Pistole auf die Brust setzt. Das kann ich mir vorstellen. Verhandlungen können sehr
zäh sein und sie werden nur selten mit dem ersten Vorschlag eine Einigung erzielen. Wenn sie mit den Verhandlungen nicht zufrieden sind, können sie das Gespräch auch einfach beenden oder versuchen, eine über viele Verhandlungsrunden doch noch zu einer Übereinkunft zu kommen. Jetzt dürfen Sie übernehmen. Denken Sie daran, was ich Ihnen über die Vertragsverhandlungen gesagt habe. Sie müssen wahrscheinlich bei einem oder anderen Punkt kompromissbereit sein, um bei anderen Dingen einen Willen zu bekommen, aber jetzt viel Erfolg. Dankeschön. Genau, das machen wir aber später. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.